Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich in die Massenproduktion gehen will und einen Haufen generische Bilder rauslassen und speichern, sodass nicht jedes Bild wieder überschrieben wird, wenn ich neu speichere oder das Programm noch einmal ausführe. Eine Möglichkeit, die es gibt, ist, in jedem Dateinamen hinten dran einen Zeitstempel anzuhängen oder vorne dran, wie du willst. Und damit du so einen Zeitstempel überkommst, musst du die Möglichkeiten von Robot erweitern. In der Programmiersprache Python ist es möglich, zum grundsätzlich verfügbaren Funktionsumfang noch zusätzliche Funktionen zu importieren, je nach Kontext. Und für das gibt es ein Import-Statement. Und nachher schreibt man, welches Modul das man möchte importieren. Es gibt ganz verschiedene Module. Es gibt zum Beispiel ein Modul, das random heisst, wo noch viel weitere andere Funktionen drin sind im Zusammenhang mit Zufallszahlen. Zusätzliche, die nicht einfach so verfügbar sind. Und das Modul Time, dort ist Zeug drin, wo du kannst nutzen kannst, um Datum und Zeit und alles, was irgendwie mit Zeit zu tun hat, zu manipulieren oder zu generieren. Und sobald wir das importiert haben, das Import Time da steht, gibt es zusätzliche Funktionen, die können genutzt werden können. Und die wir brauchen, heisst Time. Und hinter dem Time gibt es einen Punkt und dann kommt die eigentliche Funktion, also das ist der Name vom Modul. Die heisst strftime, strftime. Ich weiß nicht genau, was das heisst, String oder ist auch wurscht. Und als Argument gibt es hier eine Zeichenfolge zwischen den Anführungszeichen. Übrigens, das sind jetzt doppelte und ich habe vorhin einfache genommen. Das ist völlig egal. Mache jetzt hier, damit es überall gleich ist, einfache. Aber es ist wurscht, was du brauchst. Und dann steht da komisches Zeug drin. Das gibt vor, wie dass der Zeitstempel, wo die Funktion generiert, wie das formatiert wird. Zuerst kommt das Jahr, das ist das Y, und dann der Monat und dann der Tag und dann ein Bindestrich und dann ein H, ein M und ein S. Das sind Stunden, Minuten, Sekunden. Also es gibt einen Zeitstempel mit dem vollständigen Datum und der Tageszeit bis auf die Sekunde. Und das wird sich garantiert immer ändern. Von einem Ausführer bis zum nächsten. Und so wird keine Datei mehr die andere überschreiben, außer man schafft es innerhalb von einer Sekunde, das Programm zweimal zu laufen. Und bevor ich das speichere, können wir ja mal schauen, was da genau entsteht. Die Variable, die ich hier den Zeitstempel drin Speicher heißt Timester. So. Und also ich meine, das ist jetzt nicht etwas, was ich mir einfach so aus den Fingern sauge, sondern ich habe irgendwann das Problem gehabt und musste das herausfinden, wie kann man das machen und habe dann das recherchiert. Das ist so ein typisches Beispiel für etwas beim Programmieren, wo man nicht einfach so kann, sondern das muss man einfach nachschauen. Es gibt Grundlagen, die lernt man, zum Beispiel Schleifen und Variablen und Funktionen selber machen und so Sachen. Aber es gibt immer wieder Sachen, die man muss nachschlagen in einer Dokumentation, wie zum Beispiel das. Und wenn ich das ausführe, dann sehen wir oder 2020, 06, 13, das ist heute. Und dann, ups, es war schon 12 Uhr gewesen, 7 ab 12 Uhr und 32 Minuten. Und anstatt das zu printen, was ich jetzt hier machen kann, ist, dass ich sage, ich baue das hier in die Zeichenfolge ein. Und auch das ist jetzt etwas, was wir noch nicht können, was ich noch nicht erklärt habe. Was wir hier machen müssen, ist ein bisschen kleben. Also zuerst kommt der Pfad, Desktop, und dann der Name. Und jetzt muss irgendwo hier der Zeitstempel rein, entweder am Anfang vom Dateinamen oder am Schluss.
Ich mache es jetzt am Anfang. Das heißt, ich muss hier die Zeichenfolge unterbrechen. Und da geht sie nachher weiter und jetzt muss hier in das Loch, jetzt habe ich links eine Zeichenfolge und rechts eine, und hier rein muss die Variable Timestring. Und ich kann mit Pluszeichen kann ich kleben. So. Also, um schnell das Prinzip zu zeigen. Ich sage print foo plus times plus bar. Dann siehst du, dass da vor das Jahr 2020 steht jetzt foo und hinten dran steht bar. Also mit dem Plus kann man Zeichenfolgen zusammenkleben. So, jetzt ausführen. Jetzt habe ich hier eine erste Datei nochmal ausführen, eine zweite Datei nochmal ausführen, eine dritte Datei nochmal ausführen, eine vierte Datei und bald ist das Desktop voll. Und dann tust du auslesen, weil ich das watch und dann tust du erst löschen und wirst reich mit denen, die du behalt ist. So geht das. Kannst abschalten oder noch schnell zuschauen, wie ich nachschaue, was man da sonst noch reinschreiben könnte. Python time, wie hat es geheißen? strf time. Ich will das hier, docspython.org, das ist die Python-Dokumentation. Time, Time Access and Conversions. Epoch, Seconds. So, mit der Suchfunktion strftime da. strftime. Und jetzt stehen hier die Kürzel. Das sind die Platzhalter. Weekday Name, also man könnte A anstatt dem D könnte man A schreiben. Das mal schon abschalten und dann sagen Print. Jetzt steht hier Set, weil heute Samstag ist. Gibt es noch Full Weekday Name, ist, wenn man gross anschreibt. Also den Monat könnte man voll ausschreiben mit gross B oder abgekürzt klein B. C ist Locales Appropriate Date and Time Representation. Locale bezieht sich auf aufs örtlich eingestellte Datumsformat. Höchstwahrscheinlich das, was auf deinem Betriebssystem angegeben ist. D ist der Tag, H ist die Stunde, 24 Stunden. I ist 12 Stunden, also wenn man sagt AM und PM. Ja, also es gibt da eine ganze Reihe. Du siehst, du kannst den Zeitstempel sehr feingliedrig durchdefinieren, so dass er wirklich so aussieht, wie du möchtest. Du kannst zwischen die Sachen auch Zeichen reinschreiben. Also man könnte es so Doppelpunkte machen, zum Beispiel zum Stunden, Minuten voneinander abgrenzen, aber innerhalb von einem Dateinamen ist das vielleicht nicht so eine gute Idee, da Sonderzeichen zu machen.
Oder der Strich da, wo er das, oder das habe ich reingeschrieben. Könnte auch anders sein. So. So viel zum Zeitstempel. Das ist nützlich, aber leider ein bisschen kompliziert. Du brauchst das Time-Modul, musst importieren und dann tust du auf diese Art einen Zeitstempel innen Variablen hineinschreiben und diese Variablen klebst du zwischen Pfad und Dateinamen von den Dateien, die du möchtest schreiben möchtest.